Das fünfte Münster Monster Mastership, das gleichzeitig als Europacup 1986 ausgeschrieben ist, wird zu einem Skateboard-Spektakel, wie es in Europa noch nicht vorgekommen ist. Eine riesige Skateboard-begeisterte Masse trifft sich am diesjährigen Pfingstwochenende, um diesen einzigartigen Wettkampf sehen zu können. Es werden Wettbewerbe in fünf unterschiedlichen Kategorien gefahren. Half-Pipe A und B, Roller Skates, Freestyle und erstmalig Street Style. Wir beginnen mit den Ausscheidungskämpfen der B-Gruppe. Zuerst Lutz Henning von der Turngemeinde Münster. Die B-Gruppe ist der Talentschuppen der A-Gruppe. Und schon einige erfolgreiche A-Gruppenfahrer fuhren früher in der B-Gruppe. Besprechungen werden die letzten Unterhalten vor dem Semifinale der A-Gruppe ausgeräumt. Titus ist wie immer der Mittelpunkt. Martin Wagner, der Showman und Skateboard-Clown, in einem, fasziniert durch seinen einzigartigen Fahrstil immer wieder.
Thomas Keller, genannt Kellogg's, in seiner Elimination-Fahrt. Lange und sichere Fahrten sind seine Spezialität. Ebenfalls aus Dänemark und ebenfalls freundlich. Nebenbei fährt Frank auch ausgezeichnet Freestyle. Michael ist Doppler, einer Oldtimer-Hotel- und Skateboardfahrer. Sein Fahrstil steht noch in der alten 70er-Jahre-Tradition. Ralf Middendorf, 17 Jahre alt und seit Jahren im Hardfahren sehr erfolgreich. Er wurde unter anderem schon deutscher Juniorenmeister und war auch schon bei diversen Titus Cups erfolgreich. Florian Böhm aus Lünen, der absolute Senkrechtstarter der letzten Jahre. 1984 fuhr er noch in der B-Gruppe. 1985 war er schon deutscher Juniorenmeister und jetzt ist er einer der erfolgreichsten Profiskater in Europa. Mickey Guerrero, der Vorjahressieger, der sich letztes Jahr den Titel mit Klaus Papp geteilt hat. Mickey gehört zu den absoluten Spitzenfahrern, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Er ist der dänische Meister und hat auch international schon große Erfolge gefeiert.
Gypsy Roller Skater. Thomas Friedrich macht den Anfang. Reto Matter aus der Schweiz. Seine Gummibeine sind einzigartig. Danach Thomas Kallack aus Münster. Thomas gehört seit Jahren zur europäischen Rollerskate-Elite und war auch schon bei vielen Titelcups erfolgreich. Helge Can, der im Moment wohl unbestritten beste Rollerskater in Europa. Er ist der Vorjahres-Mastership-Gewinner. Auch dieses Jahr ist er wieder erfolgreich. Nach den Fahrern in der B-Gruppe kämpfen die A-Gruppenskater im Jam um den Sieg. Thank you.
Ungefähr nach der Hälfte des Jams stürzt Florian Böhm so unglücklich, dass er eine Pause von 10 Minuten zur Erholung benötigt. Diese Zeit wird genutzt für eine kurze Showanlage von amerikanischen und deutschen Skaterfreunden. Zum Beispiel Klaus Klapper aus Gütersloh. Klaus ist der deutsche Spitzenskater, der in Europa fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Adrian soll den Europäern den jetzigen Leistungsstand der US-Amerikaner zeigen. Außerdem befindet er sich auf einer Promotion-Tour durch Europa von der Firma Audi bereitet. Oder Anders Kulpanik, der als Geheimtipp in den europäischen Fachkreisen gehandelt wird, in dem viele eine große Zukunft bescheinigen. Get on, 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 get on
Diesen Trick hat in Europa bis jetzt noch keiner wirklich geschafft. Auch Niki fehlt noch ein Stück. Trotzdem gewinnt er das Mastership 1986 souverän. Versuchen Niki Guerrero und Anders Kopanek ein Doppel, bei dem Niki über Anders hinwegfliegt. Nach dem Wettbewerb gibt es das schon fast traditionelle Ritual des Sticker Throws, bei dem die gesponserten Skater den begeisterten Massen von der Plattform ihren Promotion-Stuff bestehend aus Aufklebern, T-Shirts und Brettern zuwerfen. Wer dann glücklicher neuer Eigentümer der Sachen wird,
müssen die Massen natürlich ganz unter sich ausmachen. Dabei geht es immer eigentlich recht zwanglos zu, wie diese Bilder zeigen. Die künstlerische Disziplin beim Skateboardfahren ist Freestyle. In einer 2,5-Minuten-Kür zeigt der Skater auf der Ebene alle Tricks, die er kann. Zuerst Karl-Johann Richter aus Berlin. Das war sein einzigartiger Trick, der Jojo-Plan. Frank Messmann, jetzt mal beim Freestyle. Keep it rubbish across the dime, fiddle and fit takes no time.
amtierende Europameister im Freestyle-Fahren, Christian Seewald aus Wiesbaden. Jean-Marc Vesset aus Fontainebleau in Frankreich. Say it again. Say it again. Jean-Marc ist einer der weltbesten Freestyle-Fahrer. Er war auch schon in den kalifornischen Wettbewerben erfolgreich. Günter Mokuli, der Mann aus Münster, der Buch führt über Wetter, Trainingserfolge, verbrauchte Skate-Material und Schuhe. Das Buch ist der letzte Erfolgsstück, zeigt seinen Erfolg beim diesjährigen Mastership. Thank you.
Freestyle war zum ersten Mal Disziplin beim Mastership. Beim Freestyle geht es einfach um Schreiben. Andreas Gärtner hat doch nicht Zeit, was Schreiben ist. Verletzung der Handicapte Ralf Mittendorf lässt sich von solchen Klinkerlitzen nicht beeindrucken. Es skatet super.
Jimmy Schulz, jetzt auf einem Street Style. Michael ist Kuttner, einer der vielen guten Freestyle-Fahrer aus Berlin. Micky Guerrero beweist auf einen Freestyle-Klasse. Dann Birke aus Remscheid. Dass man als Familienvater auch noch radikal sein kann, ist für ihn keine Frage. Sören Gräber aus Dänemark. Er ist einer der besten Street-Shredder in Europa. Und wieder Frank Messmann, das Allround-Wunder beim Skateboardfahren. Er ist in allen drei Disziplinen vorne dabei. Adrian the Man aus Kalifornien bewies, dass die amerikanischen Fahrer den europäischen Fahrern wenigstens im Street-Style bald überlegen sind. Sein Sieg stand außer Zweifel. Okay, maybe you could talk a little about the boards you use and the material, the rollers. Okay, well, the board is just made out of 7 layers of plywood, mm-hmm. or 7 or 6 or so. Mm-hmm. Layers of plywood, and they're glued together with a special epoxy, so that they, you know, they mm-hmm. stay together. They're very strong. And what I put on the bottom, they call them rails, mm-hmm. and they're for tricks, certain tricks where you slide on the middle of your board like mm-hmm. that. Mm-hmm. And plus, it kind of saves the picture on the bottom, the graphic. Isn't that agree up to? Yeah, if you're in the pie? Yeah, when you do certain tricks and you grab, mm-hmm. it helps you grab onto mm-hmm. it better. Mm-hmm. It hooks like that. The wheels are made out of a urethane material. Mm-hmm. And polyurethane? Yeah, mm-hmm. like that. And they come in different hardnesses. Mm-hmm. And what ride, do you use for the pipe, for instance? For the pipe, I would ride a harder wheel for speed mm-hmm. to go faster. Mm-hmm. And on the street, I use softer wheels because the street is rougher. Mm-hmm. And plus, when you jump on things, it's a softer landing. Mm-hmm. And these are the trucks right here. Yeah. They're usually made out of an aluminum material. Uh-huh. And you know, so they don't. They're not too heavy, but they're still strong. Yeah. And they have bearings inside of them so they roll. Mm-hmm. Just like roller skate wheels. Mm-hmm. So I've seen that this is a different board than the other ones. You also have smaller boards. Yeah, they come in different sizes. For the ramp, usually you ride a bigger board. You call it pool board. A pool mm-hmm. board mm-hmm. or vertical board, mm-hmm. and they're usually about 10 inches wide by mm-hmm. 30 inches long, mm-hmm. or you know, different. And on the street, or for smaller people, they have different boards that are cut down just a little bit smaller all around, mm-hmm. so they're not too big and a little bit lighter.
what's the advantage of those smaller boards? Are they better in the handling or? Yeah, when you ride on the street, you have a lot of weight on your board, so it's easier to control it. Like in the half pipe, you with the momentum, you don't have so much weight on your board, and you can pull it around easier. Mm-hmm. But on the street, you really have to have a little bit lighter board or smaller board, or you don't have to, but I like to. Mm-hmm. So how many boards do you use usually during a year? During a year? Uh-huh. How many do you break? I don't break any. I broke in one a long time ago. But most of the time, the tail just wears down. Mm-hmm. And you know, it gets beat up a little bit. So, you know, some people use a protective skid plate, mm-hmm, so that it can last longer. Mm-hmm. You know, I recommend that, but you know, I kind of don't like them because they're too slippery and they get in the way. But I usually go through about one or two boards a month. Oh my lord, so that's pretty expensive, huh? Yeah, it can be, but that's because I ride really hard. And, you know, I do a lot of stuff where the board takes a beating. What about the wheels? How often do you have to change those? Oh, just when they feel like they're getting slow. Usually, they can last for a long time, you know, they could last at least a year. But a year? At really? Least, yeah, if you take care of them, if you don't, don't ride over glass or stuff like mm-hmm, that. Mm-hmm. But they last a long time. I get wheels I like to have new wheels with new board, so every time I get a new board, I get new wheels. But okay. Thank you.
Thank you.